willkommen bei FIFA 18 Trainerkarriere Bremen 2 nach dem Abstieg aus dem Oberhaus in Liga 2 sind wir jetzt wieder da, wo wir vor der Saison waren, im Aufstiegsrennen. Zumindest hoffen wir, dass wir da wieder hinkommen. Mit als Absteiger sind wir diesmal sogar in einer Aufstiegsfavoritenrolle. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Kümmern wir uns mal hier drum. Wir wollen erstmal das Turnier durchsimulieren. Das machen wir in Schnellsimulation und danach gucken wir, was wir verpflichten. Weil das wäre wichtig. Wir haben ja Sancho oder wie das ist. Ich finde Isaac wäre eine Option. Dann haben wir einen Stoßstürmer, Sancho dann links. Oder wie es ausgesprochen wird. Zu lange keine Karriere aufgenommen. 5, 6, okay, 3 Siege sind in Form. Niederlage. Nee, unentschieden und jetzt das letzte Spiel, die haben wir noch nicht. Auch aus einer Gruppe. Und gewonnen. Wir haben. Ah ja. Jetzt haben wir abgesahnt. Transferzentrale ist doch bestimmt noch drin. Wir haben hier ihn, Alexander Isak mit einer 80. Der ist zu teuer, Safe Call. Wir können es ja mal probieren. Moin, lieber Peter. Wir haben ja letzte Saison einen ihrer Stars abgekauft. Das tut uns, wie gesagt, außerordentlich leid. Er sagt nicht, wir freuen uns aber, wir hoffen, dass wir natürlich ihn auch noch kriegen. Na gut, tschüss, können wir uns nicht leisten. Bleibt zu Hause. Aber Emre Mor wäre eine Idee. Und Mikel Merino. Aber erstmal wäre Emre Mor. Der Spieler ist unverkäuflich. Da das Team auf seine Position zu wenig hat. Okay. Merino. Moin. Wie geht's Ihnen? Gut, hoffen war natürlich. Wir bieten erstmal 10. Werden Sie damit einverstanden? Oh, da haben wir ihn unglücklich gemacht. Wir bräuchten aber noch einen Stoßstürmer. Wir hätten Simon. Kurt. Sinan Kurt. Ja, genau. Der war so einer, den ich gerne hätte. Vielleicht. Dann. Come on. Okay, das ist erstmal. Hamburg hatten die nicht diesen einen Jungen? Waldschmidt hört sich auch gut an. Denkst, probieren wir erst über gratis zu kriegen, den einen Hamburger. Der liebe Olde Waldi. Kauf vorschlagen. Moin Hamburg. Aber wir sind ja im Endeffekt hier Konkurrenz. Sie sind ja immer fast ein Abstieg in Liga 2. Er würde es annehmen. Oh, das hört sich eigentlich gar nicht gut an. Wenn Waldi so günstig ist. Unser lieber Waldschmied. Beobachten.
Oh, Bailey ist aber sick. Irgendein Juden. Mainz hat bestimmt einen Stürmer, den wir nehmen. Oder Schalke vielleicht? Nein. Wolfsburg. So, oh, sick. Lean? Okay, keine Ahnung. Aber Mohr wäre eigentlich so gut, dann ja, dann gucken wir mal bei Simon Kurt. Simon. Hätten sie denn was? Also, sie und ne? Okay. Weiter. Dies ist ein Fehler, gut für 7. Ah, das hört sich auch so doof an. Aber er ist jünger. Und Simon hat eigentlich. Nee, nicht Simon. Ne, wir probieren eine Rekordation. Oder ganz kurz. Irgendeinen Stürmer. Beende seine Karriere. Oh, das ist schon mal was Schönes. Oder Doofes. Karim Benzema. Er würde uns helfen. Und das sogar ziemlich. So ein Karim Benzema wäre zwar ein extremer Oldie mit 34. Aber kann ja sein, dass er dann bei uns schön nochmal aufdreht. Sechse. 7,1%. Jürgen. 7,2. Schön Klobby, dass wir uns geeinigt haben. Den Spieler kennen wir. Oh, das wäre ein Top-Transfer, wenn wir den wirklich kriegen. Das wäre richtig sick. Du bist mein Schlüsselspieler. Nun über die Teamrolle. 4 Jahre nochmal. Gingambo 2. Damit lebt er. Schön, Karim Benzema. Als ob wir einfach Benzema schnell mal so nebenbei. Gute Arbeit. Schön, danke. Nein. Auf Wellenreuther. Wellenreuther hat jetzt eine Erstligasaison gespielt, wo jetzt nicht so gut war. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Links, rechts. Mitte. Links. Gut, bei Götze unser schlechtes das so. So.
So, und viel Spaß auf der Bank. Und willkommen Karim und unser neuer Kapitän ist Benzema. Das läuft doch mit Benzema. Jetzt muss es nur noch spielerisch laufen. Wir simulieren mal ganz, ganz schnell zum ersten. Oh, gegen die Dresdner in Pokal. Ganz, ganz dummes Eis. Sind die abgestiegen oder sind die immer noch in Liga 2? Ich könnte mir vorstellen, dass die abgestiegen sind. Ich bin allgemein gespannt. Mit Benzema. Und letzte Saison fand ich, hat uns einfach der Stürmer gefehlt. Der wirklich vorneweg rangegangen ist und gesagt hat, hier komm, ich bin Stürmer, ich mach das. Der hat uns letzte Saison gefehlt. Und den haben wir jetzt aus Frankreich. Versteht sich direkt mit Pogba top. Monatsbericht der Jugendakademie. Wow. So, das erste Spiel von unseren Starstürmer. Oder eher gesagt mit unseren Starstürmer. 1-0 Heidenheim, ganz dünnes Eis, aber ganz dünn. Wir haben zwei Jugendspieler natürlich, beziehungsweise mehrere. Wir haben Neves, Sancho, Zagadou und Beste. Barry 1-1, schön, ganz wichtig. Komm schon. Unentschieden. Hauptsache keine Niederlage. Das ist erstmal das Wichtigste. Mit einem Gegentor in die Saison starten ist auch nicht immer ganz so schön. Aber da leben wir mit Platz 9. Hätten wir Waldschmidt nehmen sollen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Waldschmidt hätten wir nehmen sollen. Bleibt auf der Wunschliste für die nächste Saison. Denn so ein Waldschmidt ist auch nicht verkehrt. Für nächste Saison, bei uns dann in Oberhaus nächste Saison. Oder Leipzig ist dran interessiert. Dann Pogba verhandeln wir noch. Das für 13 Millionen lassen wir ihn gehen. Dann machen wir ein günstigeres Angebot an Dings und Götze spielt wieder in der Verteidigung. Ja, natürlich, er ist 31. Also, Sie sehen, er spielt noch gut und deswegen würde ich ihn für 13,4. Also, aber Ihre Einschätzung von Pogba weicht doch stark von uns ab. Also, ja. Komm, nee. Ihn schicken wir hier nicht weg. Bei Pogba hätten wir ja noch reden können. Weil da hätten wir dann Götze spielen lassen. Aber so einfach wird es dann nun auch nicht. So, nächstes Heimspiel gegen Wien, die haben Sieg gegen die Kickers, Leitner 1-0. Moritz Leitner, aha, 1-0. So, 30. Ja, Dresden spielt noch Liga 2. Oh, 1-1, ganz dünnes Eis. Kaffenberg kommt drauf. 2-1, Renuade. Und damit ein Sieg gegen Wehren. Also Welle muss so langsam wieder in Form kommen und jetzt gegen Dresden im Pokal. Wir haben 4 Punkte nach 2 Spielen. Ja, leben wir mit. Ja, also. Neves verkaufen wir nicht. Neves ist mir dann doch zu wertvoll. Muss ich ehrlich zugeben, die haben 2 Niederlagen. Ja, läuft nicht ganz bei Dresden. Und das nächste Heimspiel, wir haben jetzt 3 Heimspiele in Folge. Barry 1-0. Wir wollen denen nämlich direkt die nächste Niederlage geben. Hm.
Noch steht es 1-0. Wir gewinnen 2-0. Neves trifft nochmal und zeigt damit. Yo, ey. Wer wollte mich nochmal kaufen? Ich gehe nicht weg. Hat er hiermit bewiesen und nach 5 Spielen 4 Punkte. Nach 2 Spielen 4 Punkte. Sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Leihangebot, nope. Ganz klar, nope. Nielsen fällt für. Oh, für 4 Monate aus. Ganz dünnes Eis. St. Pauli mit 2. Mit 2 Spielen, 4 Punkten. Wir 2 Spiele, 4 Punkte. Die haben aber im Pokal nur unentschieden gespielt, das heißt, die mussten in die Verlängerung. Das heißt, sie könnten K.O. als wir sein. Und Mabitza verletzt sich erstmal. Was natürlich für die St. Pauli-Fans gar nicht gut ist, aber Schelotto mit den 1-0. Oh, Leitner 1-1. Benzema trifft irgendwie nicht in Liga 2. Duxch kommt. Duxch ist auch so ein Spiel, den wir nehmen könnten. Ein Ex-Dortmunder. Der kennt so Leute wie Leitner noch. Leute wie Leitner. Alles klar, gut. Ha. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, wie es schwer ausgegangen ist. Ich glaube 1-1. Ja, genau. Düsseldorf als nächstes. Wir haben 2 Unentschieden und 2 Siege. In 4 Spielen, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Hier vielleicht noch irgendwas holen? Dann kommen das Scout. Nein, ich hätte gerne. Okay, wir haben keinen Investor mehr. Über. Hm. Was die. Nein, wir können leider nicht so rotieren. Wir müssen direkt ins Aufstiegsrennen kommen. Oh, irgendwas mit Benze. Armer Benze. Wir hoffen, der kommt in die Spur und schießt und noch zum Aufstieg. Neves 1-0. Schön. Ioha. Oder Ioha. Mit den 1-1 und Pogba mit den 2-1. Neves 3-1. Sieg. Hauptsache, wir haben noch keine Niederlage. Sind aber 2 Punkte im Rückstand. Und jetzt kommt Freiburg. Unentschieden, Unentschieden, Niederlage. Okay, bei denen läuft auch nicht so. Aber trotzdem, niemand unterschätzen. Die haben Niederlechner etc. 1-1 Benzema mit seinem ersten Treffer in der 17. Minute zum Ausgleich. Abraschi mit den 1 und Benzema dann direkt BAM. Ich bin ihr Capitano, ich hole uns zurück in die Spur. Götze, Benzema leichte Verletzung zugezogen. Wurde aus Sicherheitsgründen ausgewechselt und Leitner macht das 2-1 und der Schiri pfeift ab. 2-1 Sieg, erster Treffer von Benzema und damit sind wir Tabellenplatz 2. Und auf geht's in Nürnberg. Unentschieden, Niederlage, Niederlage. Bei denen läuft auch gerade nicht so. Sakai mit einer Verletzung, Leitner 1-0. Führt. Gegen Bielefeld. Bielefeld gleicht aus, Sagadu 2-0. Übersprung 3-0. Das ist wichtig. Das läuft. Da sind wir Erster. Und jetzt müssen wir gegen Tabellen. Nö, sehe ich gerade gar nicht. Niederlage, Sieg, Niederlage. Die haben gerade eine kleine Flaute. Ich dachte, die sind hier ganz oben. Die haben Marvin Hitz, die haben Kedira, die haben Keins. Die haben ein voll gutes Team. Ich schätze, das wird unsere erste Saison-Niederlage. Könnte ich mir gut vorstellen. Keins 1-0, kurz vor der Halbzeit. Götze kommt drauf. 70. 80. Ich sagte doch, das wird unsere erste Saisonniederlage.
Gegen Augsburg. Ah, die waren doch ganz schön weit oben. Meine Rolle im Verein. So, Darmstadt ist jetzt vor uns. Jetzt kommt erstmal Magdeburg. Magdeburg geht aber eigentlich. Unentschieden, Unentschieden, Niederlage. Die sind gerade in den Unentschieden-Trip. Ja, gegen Darmstadt und Niederlage, sonst ein Unentschieden. Das geht eigentlich voll. Heo mit den 1:0 für Magdeburg. Ausgleichstreffer Neves. Sick. Führungstreffer Sancho. Unser Traumtalent. Und wir überspringen das Ding. Und ich würde ab jetzt sagen, bringen wir Sancho perfekt ins Training ein. Dass Sancho bei uns so eine richtige Legende wird. Ja genau, hier ist Sancho 80, fast eine 81. Das kriegen wir bei ihm noch. Und ganz kurz, ihr müsst nochmal überlegen. Wir haben hier eine Ablöse frei bekommen. So. Und nee, Welle ist nicht mehr so jung. Sage du noch nebenbei. Sage du. Sage du. Sage du. Sage du. Sage du. C, D, C, B, B. C, D, B, B, B. C, D, C, B, B. Okay, gut, weiter geht's. Ja, Jugend interessiert uns einen feuchten Furz. Wir sind 4 Punkte hinter Darmstadt. Nein, wir waren nach der rabenschwarzen Saison letztes Jahr sind wir erstmal zurückgegangen. Da wir uns erstmal auf Bremen konzentrieren müssen. Wenn wir ein Mittelteam der Bundesliga sind, nehmen wir Nationalposten wieder an. Aber erstmal gegen die Dresdner, die wir im Pokal rausgehauen haben. Easy going. Müssen wir jetzt in der Liga aber ran? Nee, was macht das 1:0 auswärts in Dresden? Also Dresden weiß eigentlich, wie es geht. Kuiper hat eine gelbe. Aber wir gewinnen. Schön so. Wer ist überhaupt? Oh, Ingolstadt. Und dann sind wir schon bald wieder in Dezember. Oh. Das geht ratzfatz hier als Profi-Trainer. In Jahre 2022 schon. Wir haben noch keine erste Meisterschaft gewonnen. Oh, Niederlage, 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 Würzburg. Da müssen wir gewinnen. Holtby 1:0. Überspringen 3:0. Schön. Und da wir nur Zweiter sind, machen wir es jetzt ganz riskant und ändern vorm Pokal unsere Aufstellung. Wir lassen mal die alte noch, denn ich hätte gerne zwei Aufstellungen. Test. So. An sich ist die ja schon gut, die wir haben. Aber ich hätte gerne halt sowas mit. Genau, im Endeffekt ist es ja sowas. Wir hätten Benzema, wir hätten Neves und Sancho. Dann hätten wir Kuh. Wer von denen wäre der offensivere? Barry als Offensivrand, das wäre dann unsere Aufstellung. Links, links, links. Genau. Aber mit der Aufstellung vielleicht kommt dann Sancho besser ins Spiel rein. Und Benzema. Oder vielleicht auch Neves. Mir ist gerade eingefallen, Neves spielt auf der falschen Seite.
Nee, was ist das? Linkes Mittelfeld steht aber rechts. Sancho hat links und rechts. So. Mal gucken, wie wir jetzt gegen Ingolstadt spielen. Denn Ingolstadt ist eigentlich auch ein voll gutes Team. Und danach gegen Arminia aus Bielefeld. Haben wir ein Heimspiel? Wir haben ein Auswärtsspiel. Uiuiui. Mal gucken. Wie wir mit unserem neuen F. Wir können jetzt voll auf die Fresse kriegen. Da wir probieren. Und wir gehen als in den Rückstand. Lezcano. Sancho mit dem Ausgleichstreffer. Der fühlt sich auf dem Flügel wohl, aber 70. 75. Jensen mit den 2-1 und die Niederlage. Oh. Damit war's. Das ist ein Pokal. Das war's in Pokal. Aber Ingolstadt ist auch ein Top-Team. Die dürften Liga 1 in FIFA-Grad sein. Deswegen schieben wir das mal noch nicht auf die Aufstellung. Bielefeld ist unser nächster Gegner. Beste 1-0, schön beste. Butaro mit den 1-1. Okay. Butaro 2-1, nee, was gleicht aber direkt wieder aus. Und damit war es das ein 2-2, ja. Okay. Ja gut. Komm schon, ein bisschen. Unsere Ziele sind in Gefahr. Was wurde denn finanziell gesprochen? Marktpräsenz verpflichtet, okay. Ich kann nicht mehr, Chef. Alles klar. Du bist jung. Du bist frisch. Und dann kommst du mit, ich kann nicht mehr. Oh, das ist jetzt eins der legendären 6-Punkte-Spiele. Und wir bauen auf unser neues System. Wir bauen jetzt drauf. Und spielen damit. 4-0 gegen Heinheim, währenddessen es bei uns gerade nicht so läuft. Aber wir spielen zu Hause. Füllkrug 1-0. Gegen die Bremer. Neves mit dem Ausgleich. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Kommt schon, Jungs. Füllkrug 2-1, das war's. 2-2 Neves in der 80. noch. Oh. Was ganz, ganz wichtig ist. Damit sind wir zwar immer noch Zweiter. Ah, wir haben nicht verloren. Und das war wichtig. Und das war ganz wichtig. Kaiserslautern sind sogar oben mit zu sehen. Unentschieden, Unentschieden, Niederlage. Ja, Niederlage passiert. Die beiden Unentschieden in Ordnung. Die sind auch nicht so schlecht in Form. Bonifui. Mit den 1-0. Überspringen und weichen wir zum alten Konzept aus. Deswegen sagte ich ja ein Test. Ein schlechter Test. Gegen Kräuter führt die nicht oben mit bei sind. Also passt das. Dass wir jetzt die ganzen Sperren haben. Kirsch mit einer gelben. Neves 1-0. Gigeric 1-1. Und Durson Sun mit den 2-1. So, ganz dünnes Eis. Benzema mit seinem zweiten Saisontreffer für uns. Noch nicht viele, aber er rettet uns das Unentschieden. Und, oh, wir können platztechnisch bis auf Platz 4 fallen. Als nächstes kommt Aue. Gerade läuft nicht mehr.
Die Transferphase, die Transferphase, die Transferphase, die Transferphase. Okay, gut. Bei manchen Spielern sage ich mir, okay, kommt ein gescheites Angebot, verkaufen wir und dann würden wir neue Spieler als Ersatz holen. Wenn Benzema aufhört, holen wir garantiert seinen Nachfolger. Weil es kommt ja immer ein Regen. Also ich sag dazu Nachfolger, seinen Nachfolger holen wir dann garantiert. Jo. Aue. Hannover 1-0 gegen Freiburg, Füllkrug. Füllkrug ist on fire. Füllkrug on fire. Sancho, Sancho, Sancho. Sancho 1-0. Okrisivic mit den 1-1 per Elfmeter. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Wir und China so jetzt müssen wir uns anstrengen. 15, ein Spieltag ist noch. Ne, zwei sogar. Oh, Darmstadt. Nochmal kurz vor Ende. An Ende, also zur zweiten Saisonhälfte haben wir wieder ganz schön abgebaut. Muss ich ehrlich sagen. Aber das kommt noch. Nevis 1-0. Überspringen wir 3-1. Ganz wichtig. Denn wir sind gerade eigentlich beim Folgenende. Aber diese eine Partie bringen wir noch mit rein. Gegen Braunschweig. 4 Punkte. Sind wir vom Platz 1 entfernt. Braunschweig gegen Bremen. Letzte Saisonspiel und dann ist Winterpause. Neves 1-0, Leitner gelb. Hannover Augsburg gerade 1-1. Gefallen. Bielefeld geht gegen Magdeburg in Führung. Düsseldorf kommt näher und das ist ein Sieg. Und damit sind wir nur noch 2 Punkte entfernt, was eigentlich sogar sehr gut ist. Mit 2 Punkten Rückstand, sondern jetzt zum ersten. Top-Leistung von Leitner. Bester Torschütze ist Neves. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und Darmstadt besiegt. Ciao, ciao.